Am 4. November 2021 fand nach einer einjährigen Corona-bedingten Pause das 6. Wirtschaftsforum Harz in Wernigerode statt. Corona-konform hatten die Industrie- und Handelskammer Magdeburg, die Roland-Initiative Halberstadt, der Wirtschaftsklub Wernigerode, der Industrieklub Quedlinburg sowie die Wirtschaftsjunioren Harzkreis und der Landkreis Harz eingeladen. Es kamen ca. 300 Vertreter aus Wirtschaft und Politik, um sich auch mal wieder außerhalb des digitalen Raumes zu treffen und vernetzen. Bereits vor der eigentlichen Veranstaltung erwartete die Besucher eine kleine Leistungsschau Harzer Unternehmen und willkommene Chancen zur Kommunikation. Herr Baltrowski, 6. Wirtschaftsforum hier im Harz, das spricht für eine Kontinuität und das zu diesen Zeiten. Ich denke, gute Nachricht. Ja, wir haben die Kontinuität. Das freut mich auch sehr. Natürlich, klar, nach wie vor die Pandemie beschäftigt uns, aber Sie sehen, dass wir auch teilweise fröhliche Gesichter haben. Das heißt also, gewisse Dinge auch der Pandemie sind überwunden. Aber es gibt neue Herausforderungen, die Energiewende, natürlich Mobilitätswende und so weiter und so fort. Es gibt viel zu besprechen und deswegen ist es schön, dass wir dieses Forum haben. Was versprechen Sie sich konkret von dem heutigen Thema und von dem heutigen Forum? Also wichtig ist immer, sind immer die Gespräche, das Netzwerken. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Als Landrat hat man sehr viele Kontakte und man wundert sich manchmal, wer sich dann unter anderem nicht kennt. Und ich glaube, das ist dann auch meine Aufgabe, die Leute miteinander zu verbinden. Und da ist so ein Forum natürlich die ideale Plattform dafür. Heimvorteil Harz war mit der Blabla-Bar vor Ort und hat für einen entspannten Rahmen gesorgt. Hier Thema Kundengewinnung, Kunden kaufen. Ist das tatsächlich das Schwerpunktproblem? Vielleicht nicht die größte Herausforderung im Hier und Jetzt, aber generell Wirtschaft. Letztendlich geht es darum, etwas zu verkaufen, margenträchtig an den Mann zu bringen. Und somit ist das schon durchaus ein interessantes Thema. Und wie gesagt, wir sollten uns jetzt nicht von der aktuellen Situation zu sehr einschüchtern lassen und jetzt alles immer wieder in Richtung Corona und Marktentrübung fokussieren, sondern auch nach vorne schauen. Und spätestens ab nächsten Jahr ist Verkaufen wieder ein wichtiges Thema für alle. Es war eine angenehme Atmosphäre im Harzer Kultur- und Kongresshotel. Die Azubis der Firma Tonfunk konnten von der Leistungsfähigkeit der Harzer Unternehmen überzeugen, zum Beispiel indem sie ihren selbstprogrammierten Cocktailautomaten präsentierten. Sogar ein paar Hasseröder Cocktails sind dabei herausgesprungen. Man sieht jetzt schon vorab der Veranstaltung, es ist ganz schön voll hier. Also die Resonanz scheint überwältigend. Ja, nach einem Jahr pandemiebedingter Pause sind wir dieses Jahr wieder in Präsenz dabei und man sieht, dass die Leute eben dieses Veranstaltungsformat schätzen und auch gerne daran teilnehmen. Die Wirtschaftsjunioren, das ist ja dann immer noch mal so ein extra Grüppchen für sich, ein sehr schönes Grüppchen, die auch viel gemeinsam unternehmen. Wie ist denn die Stimmung unter den Wirtschaftsjunioren mal rein wirtschaftlich betrachtet? Eigentlich sehr gut. Die meisten unserer Mitgliedsunternehmen sind gut durch die Pandemie gekommen, haben sich teilweise in ihren Unternehmensstrukturen adaptiert, auf die Pandemie eingeschossen. Und als junge kreative Köpfe der Wirtschaft sehen wir so in Herausforderungen immer positiv gegenüber. Nun ist es aber soweit. Charmant wie immer begrüßt MDR-Moderatorin Susi Brandt die Gäste im Saal, unter anderem den neuen Wirtschaftsminister des Landes Sachsen-Anhalt, Herrn Sven Schulze. Neben den wirtschaftlichen Transformationsprozessen und der Corona-Krise ging es ihm auch um die künftige Energiepolitik. Ja, und ich möchte nicht 2030 vor einer Situation stehen, dass wir in Frankreich nach Atomstrom fragen und in Polen nach Kohlestrom und bei uns alles abgeschalten ist und unsere Industrie nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Und das ist im Moment eine Diskussion, die wir nicht nur in Magdeburg im Landtag führen und in der Regierung, sondern auch in Berlin geführt wird und geführt werden muss, die in Brüssel geführt wird. Da bin ich ja viele Jahre tätig gewesen. Und die mich als hier Wirtschaftsminister, als neuen Wirtschaftsminister sehr umtreibt. Highlight des Abends aber war der Auftritt des renommierten Hirnforschers und Buchautors Dr. Hans-Georg Heusel. Er begeisterte mit seinem interessanten und höchst unterhaltsamen Vortrag rund um das Thema »Warum kaufen Kunden?« Er zeigte auf, wie Entscheidungen im Gehirn fallen und leitete daraus ab, was das für die Verkaufsstrategie von Unternehmen bedeutet. Und als Zugabe und damit Sie nicht völlig umsonst gekommen sind, zeige ich Ihnen auch noch, was im Kopf Ihres Partners oder Ihrer Partnerin passiert, sodass dieser Vortrag auch noch so einen kleinen sozialen Zusatznutzen hat.
Das heißt, wenn sie beruflich nicht brauchen können, privat auf jeden Fall. Das Stichwort ist eigentlich schon gefallen. Das Stichwort heißt Neuromarketing. Was versteht man eigentlich unter Neuromarketing? Anschließend diskutierte Dr. Häusel mit Unternehmern aus dem Harz, wie sie ihre eigene Strategie dahingehend optimieren können. Die Frage ist natürlich, was läuft denn momentan besser, der direkte Kundenkontakt oder online? Eindeutig der direkte Kundenkontakt. Wir haben natürlich auch Online-Produkte und alles, aber der direkte Kundenkontakt ist eine Frage des Vertrauens. Mit einem leckeren Buffet und vielen guten Gesprächen fand der Abend seinen Ausklang. Die Unternehmer freuen sich bereits auf das 7. Wirtschaftsforum Harz 2022 in Goslar.